Fußball Inside, der Expertenpodcast. Radioreporter Timo Düngen spricht mit den Sportredakteuren der BATZ. Ja, da sind wir wieder. Heute wieder wie gewohnt am Donnerstag, also sozusagen neue Folge an alter Stelle. Und damit sind wir schon beim Thema, denn auch auf Schalke gibt es ja was Neues, Altes, nämlich einen neuen Trainer und den kennt man halt auch schon allzu gut auf Schalke. Mike Büskens ist es geworden. Der Eurofighter, der eh schon die ganze Zeit mit kurzer Buchse auf der Schalker Bank gesessen hat, jetzt ist er dann der Hauptverantwortliche und unter anderem darüber wollen wir sprechen. Und wenn ich sage wir, meine ich die beiden WATZ-Reporter Andi Ernst und Martin Herms. Tag ihr zwei. Hallo zusammen. Ich sage jetzt einmal das, was ich sonst immer sage. Timo Düngen. So. Vielen Dank. Wir begrüßen uns nur feiernd. So ist die Stimmung bei der Funkmedien. So ist die Stimmung bei der Funkmediengruppe. Das stimmt. Ja, und deswegen würde ich auch direkt gerne so ein bisschen Werbung machen. Man könnte sagen, in eigener Sache, Andi, denn bevor wir übers Sportliche reden auf Schalke, du hast zusammen mit Peter Müller ein Interview geführt mit Schalkes Vorstandsvorsitzendem Bernd Schröder. Ich will ja nicht zu viel verraten, denn das sollen die Leute ja lesen. Aber ne, es gab ja durchaus ein paar interessante Themen, die ihr besprochen habt, unter anderem natürlich die Trennung von Gazprom und der Wechsel dann zu Viva West. Und ich sag mal so richtig viel hat er ja nicht verraten, zumindest habe ich das nicht lesen können, aber so zwischen den Zeilen hat man das Gefühl gehabt, dass Schalke da schon sehr, sehr optimistisch jetzt auch umgeht, also auch was die Finanzierung weiterhin angeht. Ja, erstmal kann ich natürlich sagen, Interview lohnt sich, lest es, liest Abos ab, wir machen ganz tolle Schalke-Berichterstattung, wirklich jeden Tag ganz viele Texte rund um Schalke. Ja, es war sehr schön, erstens, um mal ein bisschen zu plaudern, Bernd Schröder mal persönlich kennenzulernen. Es ist jetzt nicht so, als hätten wir zu wenig neues Personal kennengelernt in den vergangenen 2 Jahren. Weiß Gott nicht. Und im Sommer kommt ja schon wieder der nächste Trainer. Also die Trainersuchen, die werden auf Dauer ein bisschen monströs. Aber Bernd Schröder kennenzulernen war sehr schön, weil er selber davon sprach, dass er einen Crashkurs in Sachen Schalke hingelegt hat. Jetzt haben wir den 10.3. Normalerweise sagt man ja, gebt einem neuen Vorstandsvorsitzenden mal 100 Tage und der hat die 100 Tage noch nicht mal im Ansatz rum und hat schon einen Trainer rausgeschmissen, nach Absprache natürlich, und den Hauptsponsor gewechselt, der ja 15 Jahre da war. Und er hat schon sehr glaubhaft versichert, dass ihm gar nicht noch so richtig bewusst ist, was er damit ausgelöst hat bei vielen Schalkern. Er bekommt das natürlich mit, aber kann das noch nicht so richtig komplett greifen. Aber was er schon mitbekommt, auf seine eigene Art und Weise, in dem auf ihn zugeschnittenen Ressort, er kümmert sich ja auch um Marketing vor allen Dingen, was für eine Wucht Schalke hat, auch wenn Schalke vielleicht noch ein weiteres Jahr zweite Bundesliga spielen muss. Wie viele Unternehmen, und das war auch eine Botschaft, die er hatte, wie viele Unternehmen Interesse daran hatten, wirklich Schalke nicht nur mit einem Händedruck und mit einem Handschlag und mit Konfetti zu unterstützen, sondern auch wirklich mit Geld einzusteigen. Wie viele aktuelle Partner, so wie es ja immer so gerne heißt, Partner, werden ja nicht Sponsoren genannt, sondern alles ist ja heutzutage Partner, ja. Wie viele Partner bereit waren, noch ein bisschen Geld draufzupacken, das hat Bernd Schröder, der seines Zeichens, das muss man auch über ihn sagen, der ist seit ein paar Jahrzehnten dabei, der ist also auch schon ganz schön abgezockt in dem, was er tut. Wenn man nämlich 3 Jahrzehnte lang so hohe Positionen hatte wie er, bei verschiedenen Firmen aus verschiedenen Branchen als Vorstandsvorsitzender agiert hat, dann ist man sehr krisenresistent, auch wenn man es noch nicht im Profifußball hatte. Und wenn er sagt, wir kommen da schon raus, muss er das natürlich sagen, um die Mitglieder und Fans zu beruhigen. Aber das klang schon sehr authentisch. Ne? Wenn er sagt, ich kann jetzt Ihnen im Interview noch nicht mit einer Unterschrift kommen. Ich kann jetzt nicht mit einer Zahl kommen. Würde er sowieso nicht, weil Vertragsinhalte, sagt er, gibt er eh nicht bekannt. Aber das ist schon auf einem guten Weg hier. Vertraut uns einfach. Das war so die Botschaft, die er hat. Bin ich beruhigt, dass ich das dann richtig rausgelesen habe. Und wenn du das natürlich in persönlichen Gesprächen auch so wahrgenommen hast, ist das natürlich nochmal was ganz, ganz anderes. Dann lass uns aufs Sportliche kommen. Ja, Mike Büskens ist jetzt Cheftrainer bis zum Ende der Saison. Wir haben natürlich ja am Sonntag schon drüber spekuliert, dass es Bujo machen könnte. Ich habe damals gesagt, ja, das war so ein Name, der mir direkt in den Kopf gekommen ist, wenn man überlegt hat, so Interimslösung und vor allen Dingen interne Lösung. Ist das für dich jetzt die richtige Entscheidung, Mike Büskens da auf die Trainerbank zu setzen? Einfach, weil du keinen anderen hast? Oder einfach, weil du sagst, das ist jetzt für diese Situation auch genau der Richtige?
Also ich habe nochmal natürlich meine ganze Berichterstattung nachgelesen und als ich meinen Text, den ich Montag veröffentlicht habe, da war Mike Büskens in der Tat auch der erste Name, den ich geschrieben habe, weil es war eigentlich völlig klar, wenn Schalke eine interne Lösung wählt, dann wird es halt Bujo. Ja. Viele haben ja mit Onur Cinel spekuliert, dem U17-Trainer, der mit der U17 gerade sehr erfolgreich ist, aber noch, Onur Cinel ist ohne Zweifel ein Trainertalent, aber das habe ich ja auch am Sonntag gesagt, er ist halt noch nicht so weit. Also er hat eine U23 mal trainiert und ist da eher gescheitert. Die hatten, das war so damals Oberliga Westfalen, Martin hat es auch damals noch mitgemacht, die hatten so einen Kader, der eher so Bayern-München-Niveau hatte und die sind am Ende Tabellen-Sechster oder Siebter geworden, das war schon ziemlich blamabel. Das war eine Vollblamage, ja, das kann ich mich noch gut dran erinnern an das Jahr, ja. Ja, da hat es noch nicht so funktioniert und er war Co-Trainer unter Christian Groß und Manuel Baum und das waren jetzt auch nicht so die erfolgreichsten Zeiten der Fußballprofis. Er ist aber noch jung, also das heißt nicht, dass Onur Cinel das nicht nur lernen kann, nur ihm jetzt die Zweitligamannschaft zu vertrauen und zu sagen, steig mal auf, wäre ein bisschen zu früh. Völlig klar, dass wenn sie eine interne Lösung wählen, dass das Bujo macht, hätte ich nicht für möglich gehalten, weil ich immer vermittelt bekommen habe und auch erfahren habe, dass er mit der Rolle, die er hatte, sehr, sehr zufrieden ist. Hm. Die Rolle als, das hat er selber ewiger gesagt, Co-Trainer, der Hermann Gerland vom, Hermann Gerland vom Entscherstrand, so wie er es formuliert hat, selber bei Instagram. Aber er macht es nochmal und mein erster Reflex und auch der vieler Fans war natürlich, der Schröder hat seinen Wunschkandidaten nicht gekriegt. Habe ich ihn gefragt, also wir hatten am Tag nach der Bekanntgabe eine digitale Medienrunde mit Rufen Schröder, der jetzt gerade gute Besserung, falls er den Podcast hört, der ist an Corona erkrankt. Ja. Habe ich ihm genau diese Frage gestellt und sagte dann, nein, es war nicht so, dass wir keinen bekommen haben. Sondern es war so, dass wir intern besetzen wollten für die neuen Spiele, weil wir die Spieler kennen, weil wir die Spieler einschätzen können und daraus ergeben sich natürlich ein paar Rückfragen, weil ich das Ganze ein bisschen schon seltsam finde. A, Mike Büskens ist seit 25 Spieltagen Co-Trainer dieser Mannschaft und wenn man ihm jetzt zutraut, neue Impulse und was ganz anderes zu machen, wie war es da um das Verhältnis im Trainerteam bestellt vorher? Ja. Weil Mike Büskens, wir kennen alle Mike Büskens, das ist ein sehr hochemotionaler, leidenschaftlicher Schalker und der hätte auch, also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass er nicht seine Meinung gesagt hat. Vor allen Dingen, er lebt es ja auch wirklich an der Außenlinie auch in seiner Rolle als Co-Trainer total aus. Ne? Also wenn irgendwie mal ein Foulspiel an der Seitenlinie ist, der Erste, der aufspringt, ist Mike Büskens. So, und ich kann mir nicht vorstellen, wenn du, ich meine, Martin hat zwar in Anführungsstrichen nur Kreisliga A trainiert, aber wenn du einen Co-Trainer hast und der Co-Trainer sagt dir in der Kabine deine Meinung und du sagst über Monate hinweg, scheiß auf das, was du sagst, ich mache eh das, was ich will, dann trete ich doch irgendwann zurück, so wenn ich da nicht durchkomme. Das finde ich das ganze Konstrukt, ich weiß nicht, ob die Hörerinnen und Hörer oder ob ihr versteht, was ich meine, ich finde das ein bisschen komisch. Die sitzen, zumindest wurde uns das immer vermittelt und auch gesagt und das, was wir auch immer intern erfahren haben, die sitzen jeden Tag zusammen. Die sehen sich jeden Tag im Trainerbüro, die machen die Trainingseinheiten zusammen, die machen die Spielvorbereitung zusammen, die machen die Videoanalyse zusammen, die sitzen am Spielfeld dran zusammen. Und Mike Büskens ist Mike Büskens. Hat der da nicht seine Meinung gesagt? Hat der nicht zum Gramotzes gesagt, Demi, stell mal mit Viererkette auf, zieh mal den Itakura auf die 6, ja. Zieh mal den Ovian dahin, zieh mal den Bülter auf außen, warum stellst du den Salazar falsch auf? Und wenn ich als Mike Büskens monatelang mit meinen offenbar anderen Ideen nicht durchkomme, dann sage ich doch, irgendwann mach deinen Scheiß alleine. Also das Ganze finde ich ein bisschen seltsam, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber der Gramotzes wirkt jetzt nicht auf mich so, als sei er total beratungsresistent. Also ich glaube, wenn er, mein Eindruck ist, wenn Mike Büskens wirklich konkrete Vorschläge gemacht hätte, dass Demi vielleicht die versucht hätte, im Ansatz umzusetzen. Auch das. Also das finde ich alles jetzt ein bisschen komisch, ne? Zusammengefasst, wie soll einer, der 25 Spieltage lang dabei war und jeden Tag im Trainingsbüro mitgesessen hat und auch beteiligt war, natürlich war er nicht sein Top-Ansprechpartner. Es gibt ein Trainerteam, für die diesen Wissen von drei Leuten. Es gab drei Co-Trainer. Gramotzes war Cheftrainer. Assistent Nummer 1, Sven Piepenbrock. Das ist der auch jetzt mit rausgeflogen ist. Das war der engste Vertraute von Gramotzes in der Tat. Zweiter Co-Trainer ist Matthias Kreuzer. Der ist noch da. Der ist aber wirklich zuständig für die Videoanalysen. So, der macht vor allem dieses Videozeugs. Und eben Mike Büskens. Aber es war nicht so, dass die verfeindet waren oder sowas. Ganz und gar nicht. Gramotzes ist halt auch ein feiner Kerl. Das haben auch alle danach betont. Das ist das Erste, was ich komisch finde, weswegen ich dann auf den zweiten Punkt komme.
Ich bin ein ehrlicher Mensch und ich glaube auch Leuten, wenn sie Antwort geben, auch wenn dieses Profifußballgeschäft äußerst schmutzig ist, wie wir alle wissen, und ich mal wieder meinen Lieblingssatz an dieser Stelle zitieren möchte, ne, im Profifußball wird mehr gelogen als auf jeder Beerdigung, das ist das, was ich an meinem ersten Tag im Profifußball als Reporter mitbekommen habe. Deswegen glaube ich mal Rufen Schröder, aber ich kann mir schon vorstellen, dass er seine Wunschkandidaten wenigstens einmal angetickert hat, weil er sprach davon, und das ist das auch, was ich ein bisschen komisch finde, es war keine Bauchentscheidung nach diesem dramatischen 3:4 gegen Hansa Rostock, sondern es war eine Entwicklung. Davon hat er gesprochen. Wenn es jetzt eine Entwicklung ist und ich weiß, dass ich früher oder später in der Endphase der Saison den Trainer austauschen muss, dann brauche ich, würde ich jetzt sagen, nicht 2 Tage, nachdem ich das entschieden habe, um dann eine interne Lösung zu finden. Ja. Ja, vielleicht war es, er hat so formuliert, deswegen muss ich ihm das natürlich erstmal glauben, aber ich hoffe, auch die Schalke-Fans unter unseren Hörerinnen und Hörern sehen es mir etwas nach, dass ich da ein kleines Fragezeichen hintersetze, wenn Martin Herms ist Vorstand, Präsident von Schalke, den es nicht mehr gibt, und du bereitest über Wochen vor, dass du irgendwann vielleicht den Trainer rausschmeißt, weil du feststellst, auf den Schluss kann man in dem Fall kommen, dass Gramozis die Freistellung okay ist. Das stelle ich hier auch überhaupt nicht in Frage. Aber wenn ich das über Monate vorbereite oder über Wochen jetzt, dann habe ich doch wenigstens eine Lösung mal angedacht. Oder? Musst du in der Tasche haben. Ich sehe das ähnlich, Andi. Den Eindruck gewinnt man auf jeden Fall. Und die Frage ist ja auch, also was wurde denn Dimitrios Gramotzes vorgeworfen? Ihm wurde vorgeworfen, dass er die Mannschaft fußballerisch nicht weiterentwickelt hat. Na, das war der entscheidende Punkt. Also er hat diese Mannschaft in einer sehr, sehr schweren Phase übernommen, noch in der Bundesliga, und hat zumindest geschafft, die Truppe zu stabilisieren, dass da Jungs wieder auf dem Platz stehen, die sich den Arsch aufreißen für Schalke 04. Das war ja zuletzt der Fall. Aber taktisch, fußballerisch, da hat es ja an einigen Dingen gemangelt. Und ich bezweifle jetzt mal, dass Mike Büskens ja auch noch eben sein Co-Trainer war, dass der dazu in der Lage ist. Zumal Mike Büskens als Cheftrainer auch keine Bäume ausgerissen hat. Das ist natürlich eine Lösung, die kannst du wunderbar präsentieren. Also kein Fan wird sauer deswegen sein, weil Mike Büskens hat genießt ein unheimlich hohes Ansehen. Aber aufgrund auch der Tatsache, dass er das eigentlich gar nicht machen wollte, ne, er hat sich, glaube ich, immer so als Bindeglied zwischen Profis, U19, den jungen Leuten immer verstanden, hat ja immer einen super Draht zu dem. Man hat ja oft die Bilder gesehen, wenn so junge Kerle wie Aydin ein Tor geschossen haben, dann sind die sofort zu Bujo gerannt. Ja. Und ich glaube, diese Rolle hätte er gerne weiter ausgefüllt, aber ich glaube, Büskens ist auch so ein Typ wie Hüb Stevens. Der würde auch dann mit 95 Jahren noch irgendwie kommen, wenn Schalke ruft. Und deswegen hat er es gemacht, aus meiner Sicht etwas fantasielose Lösung. Ja, du hast was Gutes angesprochen. Mike Büskens ist jetzt auch in seiner Karriere nicht als Fußballrevolutionär aufgefallen. Mike Büskens kommt voll über die Emotionen. Also der hat Riesenerfolg gehabt in Greuther Fürth, in Fürth. Aber dieser Riesenerfolg liegt jetzt 10 Jahre zurück. Seitdem hat er kurzzeitig bei Fortuna Düsseldorf, Rapid Wien und nochmal Greuther Fürth als Cheftrainer gearbeitet. Und Entschuldigung, jeweils nur ein paar Wochen, beziehungsweise ein paar Monate. In Düsseldorf 3 Monate, bei Rapid Wien 4 oder 5, und die zweite Amtszeit bei Fürth war von März bis Juni oder so. Und danach hat er sich auf seine Rolle als Co-Trainer konzentriert und er lebt halt von den Emotionen. Es gibt jetzt mehrere Varianten. Entweder ich mache es intern, so wie Schalke gemacht hat, oder sie holen wirklich einen für 9 Spiele, so wie jetzt Büskens. Und wenn Schröder das so begründet, wie er es begründet hat, warum hole ich dann nicht so einen, wenn das Profil, das jetzt auf Mike Büskens zutrifft, hätte zum Beispiel auch komplett auf Friedhelm Funkel zugetroffen. Friedhelm Funkel hat aber einen Außenblick. Der wäre von außen reingekommen, mit allem nichts zu tun gehabt zum Beispiel. Und ich meine, Friedhelm Funkel ist 69, 6-mal in seinem Leben aufgestiegen. Der weiß auch, wie es geht. Gut, der muss natürlich aber dann auch richtig Bock haben, das zu machen, ne? Hätte er, ich meine, hat er ja gesagt. So, also Friedhelm Funkel hat ja in irgendeiner Boulevardzeitung hat er sogar gesagt, er wird das machen bis Saisonende. So, natürlich, weil Friedhelm Funkel ist natürlich äußerst gesprächig, das muss man auch dazu sagen. weil der ist 69, der hat jetzt auch mit keinem mehr irgendeinen Vertrag, und wenn er angerufen wird, gibt er Auskunft. Ist ja auch super für uns, ne? Ja. Aber trotzdem, war das Profil war offenbar, Schalke fordert was Friedhelm Funkel perfekt hätte geben können. Bujo wäre weiter Co-Trainer geblieben, alles gut. Friedhelm Funkel hat natürlich auch seinen Preis für 3 Monate. Vielleicht hat das ja auch noch eine Rolle gespielt, weiß man nicht. So, ne? Oder man macht die dritte Variante, da haben sie sich dann gegen entschieden. Man holt jetzt schon den Mann, der Schalke auch in der kommenden Saison trainieren soll,
unabhängig von der Liga. Das hätte Schalke auch machen können. Und da ist immer noch mein Verdacht, dass diese Person jetzt nicht verfügbar war. Jetzt hast du schon sehr, sehr viel vorweggenommen, was ich alles noch so ein bisschen besprochen hätte. Entschuldigung. Nein, alles gut. Ich meine, im Endeffekt weniger Arbeit für mich. Aber ich würde gerne auch nochmal kurz dann auch von mir geben wollen, dass ich das auch so sehe, Mike Büskens vielleicht nicht die A-Lösung war, weil wir haben ja da auch drüber gesprochen. Wenn es so gewesen wäre, du hättest es direkt am Sonntag schon festzurren können und hättest dich gesagt, wir geben am Montag bekannt, wie es weitergeht. Also eine interne Lösung kannst du direkt parat haben. Und das ist das, was Martin ja auch angesprochen hat, von Mike Büskens erwarte ich jetzt nicht, dass der die Mannschaft plötzlich fußballerisch komplett anders einstellt und dass sie plötzlich Tiki-Taka spielt. Also Mike Büskens kommt eben genauso, wie Martin es gesagt hat, über die Emotion, und das ist ja eine Geschichte, die konnte er ja auch oder hätte er zumindest ja auch als Co-Trainer schon komplett vermitteln können. Also man hört ja, die ganze Zeit immer raus, Bujo lebt Schalke, Bujo soll genau das vermitteln. Ja, das hätte er auch in anderer Rolle dann schon machen können. Genau. Ich erwarte, das war das Zitat, ich erwarte von Bujo Schalke pur seine ureigene Art. Aber ich wäre, also ist die Frage, sei zumindest erlaubt. Schalke spielt, das hat man Gramotz ist ja vorgeworfen, für die, die jetzt nicht jede Woche Fußball in Zeit hören, er hat, seitdem er auf Schalke angefangen hat, in den 12 Monaten immer zum Beispiel im 3-5-2-System gespielt. Schalke hat nur einen Spielzug perfekt beherrscht, Ballspielverlagerung auf die linke Seite, Flanke, Terodde, Inshallah, um es jetzt mal so zu formulieren, wie das offenbar in den Oberstufen dieser Republik formuliert wird. Dann gewisse Spieler nicht auf Positionen einzusetzen, für die sie eigentlich gemacht sind. Beispiel Itakura auf die Sechserposition ziehen. Es wäre schon sehr verwunderlich, wenn jetzt im ersten Spiel all das jetzt umgesetzt wird. Schalke stellt von Dreier auf Viererkette um, spielt auf einmal mit 2 Sechsern. Einer dieser Sechser ist Itakura. Und wenn dann auf einmal so umgestellt wird, dann würde ich mich dann schon fragen, warum hat er sich vorher nicht durchgesetzt? Ja. Also, ich finde, das ist auch eine ganz berechtigte Frage. Ich glaube, dieses Aufgabenprofil des Trainers hat sich einfach so extrem geändert. Das ist halt nicht mehr so wie früher, dass du da irgendwie 11 Namen an die Tafel malst und dann scheißt du die vorm Spiel ein bisschen zusammen, machst sie heiß und dann gehen die drauf und spielen. Das ist halt etwas anders geworden. Du brauchst halt einen Plan vorm Spiel. Du musst halt auch auf Spielsituationen reagieren können. Das ist eben ganz extrem wichtig. Natürlich mit einer vernünftigen Ansprache und mit Emotionen kitzelst du vielleicht 5-10% raus vorm Spiel, aber du brauchst als Trainer einen ganz klaren Plan. Also dafür bist du schon in der Bezirksliga entlassen, wenn du da nicht irgendwie mit der richtigen Strategie regelmäßig rangehst. Also Mike Büskens ist auch ein guter Profitrainer. Das will ich jetzt, also ich will jetzt nicht, dass das jetzt so rüberkommt, dass Mike Büskens so wie früher mein A-Jugendtrainer Kastenbier in der Mitte stellt und sagt, hier, wenn ihr gewinnt, kriegt er den. Du läufst auf den Platz, Jungs, macht mal erstmal machen wir eine Ecke auf. Ja. 20 Minuten, dann laufen wir 3 Runden um Platz, dann machen wir einmal Torschusstraining und dann 1 Stunde Spiel. Also, aber das waren die schönsten Trainingseinheiten früher immer. Ja, die Trainingseinheiten waren auch immer super, ne? Und nachher steht da ein Kasten in der Kabine, ja. So schon in der A-Jugend, ne? Weil man ist mit dem Fahrrad nach Hause gefahren. So, weil der Herms macht das heute noch in seiner Altherrenmannschaft, glaube ich, ne? So, aber selbst da, ich will jetzt nicht damit da sagen... Da liegt er nur, damit das keiner sieht oder hört. Nein, ich will jetzt nicht sagen, Mike Büskens ist auch ein guter Trainer. Der hat schon alles drauf. Also ich will jetzt nicht despektierlich gegenüber Mike Büskens, ich mag ihn super gerne. Das ist ein ganz, ganz toller Kerl. Also sehr leidenschaftlich, sehr emotional, wie so ein Pottjunge halt sein muss. Ich will nur damit sagen, er ist jetzt nicht so nicht derjenige, von dem man jetzt erwarten kann, dass jetzt die Sterne vom Himmel spielen. Das gibt der Kader auch gar nicht her. Und dann kommt ja auch noch dazu, dass es ja auch die Problematik gibt, dass er das Training ja momentan gar nicht richtig leiten kann, weil er ja auch mit Corona zu Hause sitzt. Ja, das ist auch... Es passt irgendwie auch so ins Bild. Sehr schwieriger Zufall. Ich glaube, die zeitliche Reihenfolge war so, Schalke verliert 3-4 gegen Hansa Rostock. Ein wirklich unfassbares Spiel. Also das ist so eins der Spiele, die man auch nicht vergessen wird so schnell. Es ist das erste Spiel nach der Trennung von Gazprom. Also nicht das erste Spiel, doch das erste Spiel das nach das erste der Spiel. Vollzogenen Trennung ja. Von Gazprom. Das erste Spiel mit Viva West auf dem Trikot, mit einer ganz besonderen Aktion und dann... auch noch dieser wirklich irre Spielverlauf und dass sie sich am Samstagabend entschieden haben, komm, wir hauen den Demi weg und Sonntag kommt der ausersehene Nachfolger mit einem positiven Corona-Test, ist natürlich auch scheiße gelaufen. Oder wie man in Gelsenkirchen sagt, das ist schalkig gelaufen. Ja, richtig, genau. Das ist typisch Schalke.
Ja, dass die Vorbereitung jetzt gemacht wurde von demjenigen, der vorher quasi eigentlich nur die Videoanalysen gemacht hat. Ne? Also vorher haben eher Gramotzis und Piepenbrock zusammen mit Mike Büskens die Trainingseinheiten so richtig vorbereitet und geleitet, und Matthias Kreuzer, mit Sicherheit auch ein sehr fähiger Mann, hat sich aber nicht in die erste Reihe gedrängt. Und der ist jetzt quasi in der wichtigen Woche in der ersten Reihe, in der Schalke beim FC Ingolstadt spielt. Das ist, ich weiß, die Ingolstadt-Tabellenletzte oder Aue. Die Mannschaft ist halt so gut wie abgestiegen und kann man jetzt sagen... Ingolstadt ist letzter. Die Mannschaft ist so gut wie abgestiegen, würde ich jetzt mal, ohne ihn zu nahe zu treten. Natürlich sind noch 27 Punkte zu vergeben, aber das wird jetzt eng. Da lädt man sich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster, wenn man das Wort eng benutzt. Da kannst du halt auch nur verlieren. Auf der einen Seite kannst du sagen, geiler Einstieg, ne? Wenn du dann punkten willst, dann da. Als neuer Trainer ist dann eher so Typ Selbstläufer dieses Spiel, aber... du hast halt zuletzt gegen den 16. verloren, ne? Also. Hansa Rostock zu Hause, also wenn ein Spiel Hansa Rostock zu Hause war, der Selbstläufer aller ja. Selbstläufer. Und 4 Gegentore zu Hause gegen Hansa Rostock, das ist schon große Kunst. Auch wie sie gefallen sind, das war schon fast... Also da kann man eine Netflix-Serie draus drehen aus dem Spiel. Eine Position im Trainerstab wurde ja auch neu besetzt, nämlich die des Torwarttrainers. Und da sind wir dann wieder beim Thema alte Bekannte, Andi. Ja, auch das ist wieder... Merkwürdig gelaufen, oder? Wenn Ruven Schröder das jetzt hier hört, sage ich gute Besserung. Also das ist jetzt alles nicht persönlich gemeint. Ich schätze ihre Arbeit und so. Aber auch das finde ich halt komisch. Ich finde es einfach komisch, weil... Man muss dazu wissen, Simon Hensler, für die, die es nicht mitbekommen haben, ist ein neuer Torwarttrainer, neuer alter Torwarttrainer. Simon Hensler war 6 Jahre Torwarttrainer des FC Schalke. Er war derjenige, der Alexander Nübel entdeckt und groß gemacht hat. Er war derjenige, der Ralf Fährmann zu seinem Formhoch verholfen hat und seitdem halt auch super mit Ralf Fährmann befreundet ist. Und er genießt bundesweit zweifelsohne einen sehr guten Ruf. Dennoch wurde er im Sommer 2021 ausgetauscht. Hensler wurde vor die Tür gesetzt und dafür wurde Will Kort geholt, ein erfahrener Niederländer, der ein völlig anderes Torwarttraining gemacht hat, völlig andere Impulse gesetzt hat, völlig anderes Training gemacht hat. Beispiel, der hat keine Trainingsübung selber geleitet, weil er sich wirklich in der Trainerrolle gesehen hat, desjenigen, der beobachtet. Also er hat sich beim Aufwärmen immer einen Ersatzspieler dazu geholt. Kennt man ja gar nicht. Ich glaube, bundesweit wird der Torwart immer vom Torwarttrainer eingeschossen. So, ne? Und das hat er nie gemacht. Und sie haben sich damals erhofft von diesem Trainerwechsel auch einen neuen Impuls in der Torwartgruppe, sowas formuliert. Ich weiß, weil ich damals im Sommer ein Interview mit Michael Langer hatte, dem dritten Torwart, das hat auch die Torhütergruppe völlig aus heiterem Himmel erwischt. Ralf Herrmann war völlig konsterniert, weil der mit Simon Hensler super befreundet ist. Und wir haben das auch alle gar nicht so richtig verstanden. Und wie ich damals schon im Sommer gehört hatte und jetzt auch, war das Ding, dass der das nicht auf Dimis Mist gewachsen war. Also ich sage immer noch Dimi, weil ich habe so viel Zeit mit Dimitrios Gramotzes verbracht, dass ich um Verständnis bitte, dass ich ihn irgendwann geduzt darf, weil er einfach auch ein Typ dafür ist. Das ging nicht auf die Kappe von Dimitrios Gramotzes. Der kannte Will Kort gar nicht. Also das kann ich hier wirklich jetzt Stein und Bein, ne? Der Vorstand kam mit, unterhalte ich mal mit Will Kort. Der Gramotzes kannte den gar nicht. Und jetzt wurde Will Kort mit der Begründung aussortiert, er ist so eng mit Dimi gewesen. Ja, natürlich, er ist Assistenztrainer gewesen, wie andere auch, aber der wichtigste Assistenztrainer von Gramotzes war Sven Piepenbrock und jetzt nicht Will Kort. Trotzdem kann man zu der Erkenntnis kommen, wir tauschen ihn jetzt aus, aber dass jetzt Simon Hensler wieder zurückkommt, derjenige, der von der sportlichen Führung, die immer noch im Amt ist, im Sommer weggetan wurde, da sollten Sie mal hoffen, dass der nicht zu nachtragend ist. Es ist natürlich auch ein simpler arbeitsrechtlicher Schritt. Also Simon Hensler, der Vertrag war nie aufgelöst worden, sondern er war freigestellt und eine Freistellung zurückzunehmen ist jetzt, glaube ich, ich meine, ich bin jetzt kein Jurist, aber das ist, glaube ich, mit relativ einfach zurückzunehmen mit einem Schriftstück. So, ne? Wenn ich Herms jetzt hier aus dem Podcast freistelle, dann kann ich ihn in 10 Minuten auch wieder reinnehmen mit einem Schriftstück, was ich aber nicht vorhab. Also simpel arbeitsrechtlich, ich meine, Simon Hensler ist halt ein cooler Typ. Ich wusste auch gar nicht, dass du in der Position bist, hier Leute freizustellen in dem Podcast. Jetzt macht er sich aber größer, als er ist, ja. Ja, richtig. Ja, jedenfalls ist das, finde ich, auch eine sehr seltsame Personalie.
aber nicht die seltsamste Personalie, weil Simon Hensler ist froh, dass er wieder arbeiten kann. Er arbeitet mit Ralf Herrmann zusammen, mit dem er eh befreundet ist. Bezahlt werden wäre da sowieso, so ist er jetzt wieder schön in der frischen Luft. Und er ist halt auch ein guter Trainer, kann man auch so sagen. Da hat Schalke jetzt einen guten Griff getan. Und ich weiß jetzt nicht, das Profifußballgeschäft ist so schnelllebig. Ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass da jetzt noch groß nachtragend ist. Aber ich hoffe, der Verein sieht mir nach, dass ich auch diese Personalie als eher einstufen würde. Dann lass uns jetzt einmal ganz schnell aufs Wochenende gucken, das Spiel in Ingolstadt. Erwartest du da irgendwelche großen Überraschungen in der Startelf? Also, was sich auf Schalke natürlich viele erhoffen, dass Thomas Ovejan wieder spielen könnte, Mehmet Can Aydin könnte vielleicht auch wieder für die rechte Seite eine Alternative sein. Rechnest du da schon mit, dass einer der beiden vielleicht auch wieder in der Startelf stehen könnte? Wenn, dann Ovejan. Aydin war sehr lange verletzt. Zu Ovejan hat Gramotzes ja noch gesagt, wenn ein Endspiel gewesen wäre, hätte er sogar schon gegen Hansa Rostock spielen können. Ist schon wieder auf dem Platz, läuft wieder. Ich denke mal, das wird, wie man in der NFL sagen würde, eine Game Day Decision. Wobei man sagen muss, dass dieses Spiel gegen Hansa Rostock eins gezeigt hat. Es können auch andere Flanken schlagen. Der Lieblingsspielzug, der eigentlich, den auch ich, muss ich sagen, eigentlich nur mit Ovejan in Verbindung gebracht, der funktioniert auch mit anderen Spielern. Ja. Also es ist dieser eine Spielzug, den Gramotzes da perfekt eingeübt hat. Mittelfeldgeplänkel, Ball irgendwie auf links verlagern und dann segelt eine Flanke rein. Und so sind alle drei Tore von Terodde entstanden. Ja, zweimal Calhanoglu, einmal Kaminski. Genau, Calhanoglu, der vorher erst ein Saisonspiel hatte und das war eine Einwechslung, glaube ich, in der 85. Minute, hat es echt top gemacht. Und da muss Schalke jetzt keine große Angst haben. Aber Ovejan ist halt nochmal was anderes, weil der bei Standardsituationen einfach der Beste ist, den man so in der zweiten Liga finden kann. Das ist derjenige, der noch reinrückt. Ich bin gespannt, ob eben diese Sachen, ich weiß, dass aus der Führung, die jetzt nicht gerade Gramotzes ist, wirklich schon mal die Forderung kam, ich teste doch mal den Itakura, den Abwehrchef auf der 6. Mach das mal. Ich bin gespannt, ob Mike Büskens das macht. Ich bin auch gespannt, ob er den Torwart wechselt, aber würde ich jetzt nicht sagen, weil das wäre schon zu auffällig, wenn Ralf Herrmann jetzt wieder hält. Er hat diese Saison einfach nicht so den super Eindruck gemacht. Freisel jetzt auch nicht wirklich, aber das ist auch eine Personalie, die ich halt ganz spannend finde und ob das die Grundstruktur geändert wird. Wirklich mal weg von diesem 3-5-2. Da bin ich auch mal sehr gespannt. Die erste Pressekonferenz mit Mike Büskens, wir haben jetzt Donnerstag 17 Uhr, die ist morgen Freitag um 11 Uhr, dann sind wir ein bisschen schlauer. Die ist natürlich nicht Präsenz, sondern Mike Büskens ist digital uns zugeschaltet. Und auch das ist natürlich spannend, kann Mike Büskens überhaupt auf der Bank sitzen, weil den muss ich natürlich erstmal freitesten. So sieht's aus. Dann würde ich hinter Schalke erstmal einen Haken machen und wir wechseln zum MSV Duisburg rüber, also in die dritte Liga und machen da erstmal eine kleine Zeitreise zum 7. Februar. Am Tag vorher hatte der MSV 1-3 gegen die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund verloren. Ivo Grilic war als Sportdirektor zurückgetreten. Und die Duisburger Führungsgremien haben sich zusammengesetzt und über die Zukunft von Trainer Hagen Schmidt beraten. Und ich bin ganz ehrlich, für mich stand da fest, die können zu keinem anderen Ergebnis kommen, als Hagen Schmidt ist nicht mehr länger Trainer beim MSV. Zu meiner Überraschung wurde dann anders entschieden. Hagen Schmidt durfte weitermachen, auch wenn nur zwei Leute angehört wurden bei dieser langen, langen Beratung. Nämlich einmal Hagen Schmidt, der natürlich gesagt hat, ich bin weiterhin der Richtige. Und Kapitän Moritz Stoppelkamp, und der hat gesagt, die Mannschaft hat sich für den Trainer ausgesprochen, Hagen Schmidt ist weiterhin der Richtige, es liegt nur an uns. Martin, das ist schon ein sehr ungewöhnlicher Schritt gewesen in Sachen Profifußball, dass der Kapitän sagt, der Trainer, der soll bleiben und dann ist es auch so. Weil ich meine, die Kritik innerhalb des Vereins und auch im Umfeld ist ja da gewesen und die war ja auch durchaus berechtigt. Ja, mich hat das natürlich auch überrascht, dass man noch mit Hagen Schmidt weitergemacht hat, so anhand der Ergebnisse und auch wie die Mannschaft so aufgetreten ist, mit den Packungen, die man zu Hause bekommen hat, wäre man jetzt davon ausgegangen, dass die Mannschaft nicht wirklich hinter dem Trainer steht, zumindest hat sie so einen Eindruck erweckt. Aber ich glaube, wir haben auch hier oftmals in Runden gesagt, dass Hagen Schmidt mit Sicherheit kein schlechter Trainer ist. Nur in dieser Konstellation mit eben einem Sportdirektor, der wirklich komplett in der Schusslinie steht, dass es einfach nicht funktioniert. Also Hagen Schmidt als junger, ist er in dem Sinne nicht, aber eher unerfahren Im Profibereich. Sagen wir mal so, er hat die Jugend trainiert und im Profibereich ist er unerfahren, jung ist er ja nicht mehr. Aber das würde halt vielleicht funktionieren mit einem starken Sportdirektor im Rücken. Und
Das war eben Ivo Grilic nicht. Er ist folgerichtig zurückgetreten. Und ja, es scheint irgendwie Ruhe eingekehrt zu sein, ne, in die Mannschaft. Natürlich hat es auch geholfen, dass die Ergebnisse jetzt gestimmt haben. 3 der letzten 4 Spiele wurden gewonnen. Ja, ne, das kann man natürlich sehr positiv sehen. Man muss natürlich auch dazu sagen, die Gegner waren jetzt auch nicht so berauschend mit Würzburg, mit Viktoria Köln jetzt und Türkgücü, die ja auch einige Probleme hatten. Das war natürlich ein Spiel, die musst du gewinnen. Aber sie haben sie auch gewonnen. Ist ja okay. Dazwischen war eben das Spiel in Braunschweig, wo sie sich trotz der Lage, finde ich, ganz ordentlich verkauft haben. Ja. Ja, es scheint zumindest so zu laufen, oder es erweckt jetzt den Eindruck, dass die Mannschaft wieder hinter dem Trainer steht. Und wir wurden eines Besseren belehrt, muss man einfach so sagen. Also wir haben nicht damit gerechnet, dass wir mit ihm noch weitermachen. Nein. Absolut nicht. Also dieser Aufschwung ist ja definitiv da. Du hast schon gesagt, diese 3 Siege in den letzten 4 Spielen. Ich finde, die kann man an einigen Sachen festmachen, diese Ergebnisse und vor allen Dingen diesen Aufschwung. Zum einen einmal, dass man das Gefühl hat, die Führungsspieler, allen voran Moritz Stoppelkamp, reißen sich jetzt halt wirklich nochmal so richtig zusammen, wollen jetzt auch nochmal liefern, ja, nachdem man wirklich so eine Aussage getroffen hat. Also Stoppelkamp ist jetzt momentan wieder der Unterschiedsspieler, den es gibt. Oder den man immer haben wollte in der dritten Liga, das zeigt er wieder, dass er das sein kann. Dazu hat, und das muss man natürlich sagen, Ivo Grilic auf dem letzten Metern mit John Yeboah noch auch einen Ausnahmespieler für diese dritte Liga holen können. Der hat der Mannschaft unheimlich gut getan. Dann halt die Gegner, auch natürlich sehr, sehr passend gewesen. Aber vor allen Dingen auch, muss man sagen, die Defensive stimmt halt plötzlich. Ja, das ist dann schon überraschend, ja, wenn du dir die Heimspiele vorher anguckst, die Schießbude der Liga. Und jetzt stehen sie halt halbwegs souverän hinten. War das 3-4 Saarbrücken, 0-5 Magdeburg, 3-6 Osnabrück? Das war natürlich Wahnsinn, was man da kassiert hat. Ne? Und ja, Duisburg haben sich ja wie ein Hühnerhaufen präsentiert. Und jetzt hat man, wenn ich richtig nachgerechnet habe, glaube ich, 3 Gegentore in den letzten 4 Spielen kassiert. 2x0 gespielt, das hilft natürlich auch eine Menge. Aber wie du schon sagst, jetzt so ein Stoppelkamp, der jetzt wieder vorweg geht, das ist einfach ein Unterschiedsspieler in der dritten Liga. Das hat er schon mehrmals bewiesen. Und ja, die Mannschaft ist ja auch nicht schlecht. Ne? Also ja, die hat also auf jeden Fall das Potenzial, ja, im Mittelfeld zumindest, ne, weit weg von den Abstiegsplätzen irgendwo zu stehen. Und das zeigt sie ja jetzt momentan auch. Ne? Und ja, wenn wir uns die nächsten beiden Spiele angucken in Meppen, die momentan ja auch kräftig straucheln, Heimspiel gegen Zwickau, das sind so 2 Spiele. Sag mal, wenn du da mindestens 4 Punkte holst, dann hast du erstmal ordentlich Ruhe. Ich glaube, dann ist das Thema auch durch. Sind ja jetzt schon wieder 7 Punkte Vorsprung. Ja, das müsste jetzt das Ziel sein. Und dann müssen wir natürlich auf die andere Geschichte schauen, ne? Richtig. Wie es in der nächsten Saison aussieht. Genau. Die Mannschaft ist nicht schlecht, ne? Aber so mit diesem Kern, ja, wirst du auch nicht mehr erreichen als einen Mittelfeldplatz. Ne? Und ja, da musst du schon an einigen Stellschrauben drehen, gerade auch im Defensivbereich. Nur die Frage ist, wer macht das momentan? Ja. Du hast es richtig gesagt, klar, Mittelfeldplatz wäre durchaus machbar, aber das ist ja auch auf langfristige Sicht nicht der Duisburger Anspruch. Also du musst ja mit diesem ganzen Umfeld, das der MSV weiterhin hat, eigentlich zweite Liga spielen. Da müssen wir nicht drum rum reden. Die dritte Liga wird dann halt irgendwann wirklich zum Duisburger Grab, weil wenn du jetzt schon zweimal wirklich so nah am Abgrund standest und jetzt, so wie es aussieht, zumindest auch ein zweites Mal wieder dich nochmal retten kannst, aber trotzdem, das kann ja nicht der Duisburger Anspruch sein. Bevor wir da auf die Zukunft gucken, würde ich einmal über einen Spieler noch mit dir sprechen wollen, weil du den, glaube ich zumindest, aus der letzten Saison noch aus der Regionalliga West kennst, mit Alabakia, der da bei der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund gespielt hat, der als großes Talent geholt wurde zum MSV mit großen Vorschusslorbeeren. Der hat jetzt halt sein Tor gemacht im letzten Spiel gegen Köln, und was für ein Tor, ein absolutes Traumtor. Kannst du dir vorstellen, dass bei dem Jungen jetzt endlich der Knoten geplatzt ist? Ich habe den ja schon mal in der Regionalliga häufiger gesehen, ne, in dieser starken Dortmunder Mannschaft. Und genau wie viele andere auch, die hatten halt einfach ein super Team. Die sind ja nicht umsonst mit so einer Quote aufgestiegen. Und das ist auch ein wirklich sehr talentierter Spieler. Ja, Duisburg ist was anderes als die zweite Mannschaft. Ne, wenn es da nicht läuft, dann gibt es halt direkt Gegenwind, und ist für einen jungen Spieler auch nicht so einfach. Und ich denke schon, also jetzt mit so einem Tor, dass er da nochmal Aufwind kriegt, ist auf jeden Fall jemand, den ich nicht so schnell aufgeben würde. Und der hat ja sogar auch noch was länger in Duisburg einen Vertrag. Das ist bei vielen anderen nicht so. Das stimmt. Und damit sind wir nämlich beim Thema Sportdirektor. Den hat der MSV nämlich immer noch nicht, zumindest einen neuen Sportdirektor. Mhm. Ingo Wald, der Präsident, hat gesagt, das soll so Ende des Monats, möchte man doch den Sportdirektor haben.
Und da sind wir doch eigentlich viel zu spät dran. Ende März dann erst einen neuen Sportdirektor vorzustellen. Ich meine, wann war Ivo weg? Das war nach dem Dortmund-Spiel. Das war, genau, es war der 6. Februar. Anfang Februar. Ja. Da ist jetzt schon wieder ein Monat verstrichen. Ne? Und ist ja auch nicht so, als wäre Ivo Grilic irgendwie die ganze Zeit über unumstritten gewesen. Also man hätte ja schon parallel mal nach Alternativen umschauen müssen. Demnach, das Problem ist schon so lange bekannt. Und ja, die Befürchtung, die ich eben habe, was soll der neue Mann machen? Selbst wenn man den jetzt erst Ende März findet, die Grundlagen für die neue Saison, die werden eben jetzt gelegt. Ne? Ja. Und das ist, das sehe ich, ja, da sind wir wieder beim Thema Fußballkompetenz, ne, beim MSV Duisburg. Wer hat die, oder wer hatte die außer Ivo Grilic dann gehabt? Auch im Vorstand oder im Aufsichtsrat? Keiner. Und wer findet jetzt diesen neuen Mann, ne? Ja, also, und dann kommt ja noch hinzu, so du hast ja bald einen strategischen Berater mit Ulf Schott, der aber auch erst im April anfängt. Also es ist... Ja, du willst dann nicht ein Jahr verschenken, ne? Sondern ja. Muss ja jetzt anfangen. So, wo ist der strategische Berater? Der muss jetzt eingesetzt werden und nicht eben erst im Sommer. Und das ist ja so ein bisschen die Befürchtung, die ich habe. Ne? Weil jetzt kann man ja auch problemlos planen. Jetzt hat man 7 Punkte Vorsprung, jetzt vielleicht gestaltet man die nächsten beiden Spiele auch erfolgreich. Und ja. Dann hat man ja wirklich auch die Planungssicherheit. Und damit erst Ende März anzufangen, puh, also das ist echt ein Riesenproblem. Ja, du hast und, zum einen innerhalb der Mannschaft... Wie gesagt, kann ich nicht nachvollziehen. Ja. Nee, weil du halt innerhalb der Mannschaft natürlich ein paar Spieler hast, deren Verträge auslaufen. Also Moritz Stoppelkamp ist ja zum Beispiel einer davon, dessen Vertrag ausläuft am Ende der Saison. Dann hast du halt ausgeliehene Spieler, Leo Weinkauf, John Yeboah ganz vorneweg. Ich glaube, bei Yeboah muss man gar nicht erst nachfragen, ob man den länger verpflichten könnte. Ich glaube, der hat sich jetzt schon für höhere Aufgaben empfohlen in den paar Spielen im Zebra-Trikot. Aber auch als MSV, wenn du kein Geld hast, dann musst du ja kreative Lösungen haben. Da musst du ja jetzt schon mit den Leuten im Gespräch sein für die neue Saison. Das ist das ja, ne? Und das ist so, das ist das Problem, das ich an der Geschichte sehe. Ich weiß, wie gesagt, nicht, wer jetzt gerade die Gespräche führt. Da bin ich jetzt, ehrlich gesagt, auch überfragt. Da werden sich auch sicherlich die Spieler fragen, wie du schon sagst. So ein John Yeboah, der wird sich mal ganz sicher empfohlen haben, auch für die zweite Liga. Ja. Und wenn du da nicht schnell genug dran bist, ist der weg. Ja? Und es wäre schade, dann, wenn man gerade mal so einen Mann entdeckt hat, dann muss man Ivo Gölsch vielleicht auch nochmal danken, dafür, dass er den entdeckt hat. Waren zwar ich sag's ja auf den letzten dabei, Metern, aber da hat er mal einen guten gezogen. Ja. Ne? Da hat er wirklich einen guten gezogen, auf jeden Fall. Und auch Stoppelkamp, gut, ich glaube, das ist so mittlerweile so ein vereinstreuer Spieler, mit dem kannst du auch Ende März anfangen zu sprechen, aber ja, trotzdem, ist rumgekommen genug da sind ein paar Personen dabei. Seiner Karriere. Und was Duisburg auch braucht, ist wahrscheinlich nochmal ein richtig guter Stürmer. Den findest du ja auch nicht so ohne weiteres, da musst du jetzt schon rangehen, ne? Und planen. Zumal auch der Vertrag von Ademi ausläuft, bester Duisburger Torschütze, also auch das... Ja, ich frage mich, was sie da machen. Also wirklich, da muss man sich an den Kopf fassen. Der Ivo ist Anfang Februar zurückgetreten und die erzählen was von Ende März, neuen Sportdirektor. Also wirklich, da kann man, das ist alles nicht nachvollziehbar. So typisch MSV Duisburg. Ja, wo wir vorhin Kompetenz bei Schalke eben, waren, ist das typisch MSV. Ja, so da fasst man sich an den Kopf. Also das ist so laienhaft, was da abgeht. Das kann einfach nicht sein. Eine Sache würde ich gerne auch noch mit dir besprechen wollen, einfach weil es auch wieder so eine Parallele zur Regionalliga ist. Gestern wurde der Punktabzug für Türkgücü München rechtskräftig, also 11 Punkte gehen runter. Jetzt weiß man aber gar nicht, ob Türkgücü München überhaupt noch die Saison zu Ende spielen wird. Also es heißt, es könnte sein, dass Ende März wirklich Feierabend ist. Dann würde Türkgücü komplett aus der Wertung rausfliegen. Das heißt, der MSV hätte statt dieser 7 Punkte Vorsprung auf Fehl plötzlich in Anführungsstrichen nur noch 6. Oder 6. Wenn Türkgücü weiterspielt bis zum 34. Spieltag, bleiben alle in der Wertung und die letzten Spiele werden einfach nur 2-0 für den Gegner gewertet. Wahnsinn, dass sowas im Profifußball dann vonstatten gehen kann. Ist einfach nicht zu glauben, dass es sowas gibt. Ne? Also normalerweise muss ja das Bestreben sein, die Saison irgendwie zu Ende spielen. Das ist halt absolute Wettbewerbsverzerrung, die man sonst nur zum Beispiel aus der Regionalliga West kennt. Da hat man ja die Beispiele gehabt mit Uerdingen, mit Wattenscheid 09. Ja. Aber sowas in der dritten Liga ist schon echt ein starkes Stück. Absolut. Dann lasst uns zum Tippen kommen, damit wir auch noch die Vereine auch ein bisschen besprechen, über die wir heute gar nicht gesprochen haben. Denn wir hatten uns eine Dreiviertelstunde vorgenommen, jetzt haben wir eigentlich schon nur noch 6 Minuten dafür. Deswegen kommen wir schnell zum Tippen. Dortmund gegen Bielefeld, Martin.
Sag irgendwas über Marco Reus. Immer wenn Martin Herms dabei ist, sagt er irgendwas über Marco Reus. Ja, Bielefeld ist ja ein Reus-Gegner. Ne? Gegen die kann er ja dann wieder zwei Tore machen und glänzen. Aber der spielt ja gar nicht. Ne? Ist ja, glaube, dass er noch verletzt ist. Ja, da gewinnen sie dann 3-1, denke ich mal. Ja, ich kann mich an irgendeine Redaktionskonferenz neulich erinnern. Da haben wir irgendwie Dortmund mit Schalke vor einem Jahr verglichen. Natürlich auf einem etwas anderen Niveau, weil eigentlich ist völlig egal, was Borussia Dortmund jetzt macht. Aus dem Pokal sind sie raus und aus allen Pokalen. Bundesliga werden sie wahrscheinlich eh Zweiter und gegen Bielefeld reicht es da mal wieder. Und wie Martin sagte, um mal ein richtig schönes, torreiches Spiel hinzulegen und das geht 4-2 aus. Dann tippe ich auf ein 2-0 für Borussia Dortmund. Dann Eintracht Frankfurt gegen den VfL Bochum. Andi, wie hoch gewinnt der VfL? Mal ganz locker mit 2-1 auswärts. Da habe ich auch tolle Fahrten gehabt in Frankfurt. Oh, herrlich. Da war ich nur jung. 2-1 auswärts. Ich sage, dass es da eine knappe Niederlage gibt. 1-0 für Frankfurt. Ich würde auf ein 1-1 tippen in diesem Fall. Dann Ingolstadt gegen Schalke. Da würde ich auf einen Schalker Sieg tippen, der aber auch nicht wahnsinnig hoch ausfallen wird. Ich tippe auf ein 0-1. Kopfball Terodde. Ja gut, den Torschützen zu tippen ist jetzt auch nicht so schwer. Das ist auch nicht so die Superleistung. Weil ich es einfach dem Bujo gönne und weil es für Schalke wichtig wäre, sage ich mal, die gewinnen da 2-1. Zu 0 sehe ich jetzt nicht, aber für ein 2-1. Ja gut, die spielen gegen Ingolstadt, also deswegen. Ja, eben. Ja, gegen Hansa Rostock haben die vier Stücke gekriegt, falls du das schon vergessen hast. Und John Verhoek hat getroffen. Ich hab mich noch mit einem Kollegen unterhalten, den ich aus Duisburg kenne, und ich habe zu ihm gesagt, Mensch, dass wir mal ein Tor von John Verhoek live sehen, hätten wir auch nicht gedacht. Ja, ich hätte völlig vergessen, wie der Name John Verhoek alle Duisburger triggert. Ja. Und also wirklich krass, also da, wie viele Duisburger mich auch angeschrieben haben, so, John Verhoek, und wie kommt er auf 13 Tore und seit wann kann der alleine vorm Tor auch den Ball reinhauen? Und schneller als sein Gegenspieler sein. Dass er alle Duisburger so triggert. Aber deswegen nicht zu 0 geht nicht mit Schalke. Ich tippe auf ein 1-3, also für Schalke. Dann dritte Liga, Meppen gegen den MSV erst am Montagabend. Da tippe ich auf einen 2-1 Sieg für den MSV. Herr? Ich tippe auf 1-0 für Duisburg. Meppen ist nicht gut drauf. Und ich tippe ein Ergebnis, das noch nie aufgegangen ist in dieser Saison. Deswegen wird es mal Zeit, 0-0. Oh. Ja, ist auch nicht so. Gewagt beim MSV. Ja, das stimmt. Zu guter Letzt hätten wir gerne Rot-Weiß-Oberhausen gegen Rot-Weiß-Essen getippt, Martin. Aber das müssen wir leider knicken, Corona-bedingt. Das müssen wir leider knicken. Ist schon das dritte Spiel in Folge, das für Rot-Weiß ausfällt. Da hat man also wirklich einen massiven Corona-Ausbruch gehabt, ne, mit 15, 16 Spieler in der Spitze, die in Quarantäne waren, auch positiv waren. Da kommt ein bisschen was zu jetzt auf RWE, ne? Das erste Spiel. Also die kommen jetzt, heute war glaube ich der Stichtag, ab morgen will man wieder in einer größeren Gruppe trainieren. Und das wird nicht so einfach. Man hat dann 10 Spiele in 30 Tagen. Das ist schon ein ordentliches Pensum. Ne? Natürlich muss man dazu sagen, Rot-Weiß hat auch den breitesten, den stärksten Kader. Also wenn das eine Mannschaft, dann die. Aber jetzt rennt man erstmal wieder hinterher. Man muss die Spiele natürlich noch gewinnen. Aber ja, ich bin trotzdem zuversichtlich. Ich glaube, dass sich die Konkurrenz zuletzt einige Patzer erlaubt hat. Jetzt Freitag wieder Preußen Münster, auch gegen Fortuna Köln. Dann nimmt man sich wieder die Punkte gegenseitig weg. Das wird Rot-Weiß schon hinbekommen. Dann möchte ich mich an dieser Stelle bei euch beiden bedanken. Die Dreiviertelstunde haben wir noch nicht mal gerissen, also sind noch vollkommen in der Zeit. Vielen, vielen Dank für eure Zeit, und wenn ihr da draußen natürlich noch Fragen, Anregungen habt, immer her damit. hallo@fußball-insight.com, das ist die E-Mail-Adresse, oder ihr schickt eine WhatsApp-Nachricht, die Nummer findet ihr in den Shownotes. Und eine Sache muss ich noch erwähnen, weil es jetzt gerade auch nochmal der Fall ist. Wenn es hier und da mal Plön gemacht hat, das war ich. Ich habe eigentlich alle Chats, die ich so habe, ausgemacht an meinem Rechner, aber offenbar doch nicht alle. Heute Nachmittag wollten sehr, sehr viele Leute was von mir. An dieser Stelle möchte ich mich dafür dann entschuldigen, und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, ciao, ciao. Ciao.
Fußball Inside, der Expertenpodcast von den Lokalradios im Ruhrgebiet und der WAZ. Jeden Donnerstag neu, überall, wo es Podcasts gibt.